Leute, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Hier ist der Phil von der anderen Seite, hier auf Fort Warn. Wir machen direkt weiter, Leute. Ich mache die Uhr an, diesmal direkt. Und ich habe die Kommentare gelesen. Der Nobby hat zwei wichtige Sachen geschrieben. Also ich gehe jetzt auf zwei Sachen vom Nobby nur ein. Punkt 1, immer wenn ich eine Bestie kille, kriege ich die Trophäe automatisch ausgerüstet. Also empfiehlt sich das nach jeder Bestie eigentlich mal jetzt im Inventar zu gucken, was für Boni die überhaupt hat. Manchmal will man die nicht haben. Punkt Nummer 2, sehr, sehr geiler Tipp. Passiver Skill. Ich glaube, wir haben noch einen Skillpunkt. Den holen wir uns direkt. Das war nämlich einer, der OP ist. Das ist der, der quasi die Nahrungsmittel wie das Fleisch OP macht. Ja, guck mal, wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Mein Gott. Und zwar... Das hier? Genau. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Der ist OP. Und eigentlich tatsächlich auch in der Theorie schon. Und dementsprechend da auch schon. Wir haben auch einen Slot frei, da packen wir den erstmal rein. Ansonsten, solange wir klarkommen, ihr wisst, gucke ich jetzt noch nicht nach einem krassen Bild. Das machen wir im Late Game, dann, wenn es sich lohnt. Und es geht direkt in eine Sequenz. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Okay. Wollen wir mal hinterhergehen? Kann ich dem hinterhergehen? Also, finde ich den, oder... Geschlossen, weil dahinter wäre jetzt ein Quest hier gewesen. Aber wir reden dann mal hier mit den Leuten. Suche am Marktplatz nach Dieben und folge ihnen vorsichtig. Vielleicht lag es daran, weil ich nicht vorsichtig gefolgt bin. Aber naja. Du kommst mir bekannt vor. Kennst du die Ballade von Wanda, die einen Nilfgaarder verschmähte? Stör mich bitte nicht, der Patrouille. Stör mich bitte nicht, sagt er. Oh, Entschuldigung, Beweise. Hör auf. Er ist ein Niemand, ein Idiot, der aus einem Loch gekrochen. Also ich weiß halt jetzt nicht, ob er mir mit dem Hexersinn Spuren anzeigt oder ob ich halt wirklich nur einen beobachten muss und den dann hinterherrennen kann, weil der eine war ja jetzt gerade ziemlich schnell weg. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Trinken wir, es wird schon Abend. Wieso zeigt er mir hier? Willst du was aufs Maul? Ich wollte nichts. Ich hab nichts gestohlen. Ich will nur wissen, was der Kreis auf dem Minimap hier heißt. Fass mich nicht an. Triss Marigold, Hexe und Hure wird gesucht wegen der Ausübung von schwarzer Magie und der Verschwörung gegen die Krone. Hinweise, die. Ah, okay. Die ist gesucht. Was vermutlich der Grund dafür ist, warum die nicht in dem Haus ist. Da ist ein Bettler. Wir reden mit dem Bettler. In Wahrheit sind wir schon. Helfe einem Veteranen des Kampfs gegen die Schwarzen. Wo hast du gekämpft? Zuerst den Angren. Zuletzt den Ziderriss an den Gestaden des Ponta. Hilfst du mir? Ja, aber ich brauche Informationen. Können wir das danach noch machen? Achso, ja, da steht ja. Und dann hilfst du mir, ja. Hier. Jetzt hilf du mir. Ich suche eine Gasse, die stinkende Hecke genannt wird. Es ist wichtig. Ich kenne keine Hecke. Weder stinkend noch gepflegt. Hab kein Interesse am Gartenbau. Es ist wichtig. Ich weiß es nicht. Axi! Mach doch Axi. Kann ich Axi machen? Axi kannst du nicht angreifen. Das ist ärgerlich. Oh, mal hier. Hier ist auch noch ein Ziel. Da oben ist ein Bettler. What the fuck? Bin Kriegsveteran. Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein! Meinen Beinen geht's prima. Und meine Arme, schau! Wie Windmühlenflügel. Da, siehst du, wie ich sie schwinge? Guck doch, schau nur. Und mein Kopf völlig benebelt. Ist dein Kopf schon lange benebelt? Seit Mutter mir das Leben schenkte. Hier ist er benebelt. Da, ich zeig's mit dem Finger. Siehst du, wie ich's dir zeige? Ja. Du bist ja der Inbegriff der Gesundheit.
Ich will ein bisschen auf den eingehen, weißt du, zuerst mal ein bisschen mit dem sympathisieren, bevor ich nach der stinkenden Hecke frage. Gesund wie ein Pferd, soweit ich sehen kann. Mich haben Priester, Ärzte und Kräuterkundler untersucht. Alle sagen, dass ich verwirrt bin. Tja, die irren sich. Ist doch auch egal. Die Leute sind großzügig zu mir. Sie mögen es, wenn ich zeige. So, hier, da. Genau. Du bist glücklich. Darauf kommt es an. Oh ja. Besonders, wenn man mich nach dem Weg fragt. Dann kann ich nämlich zeigen. Da, dort, ah. In der Stadt kenne ich mich nämlich aus. Und ob... Dann weißt du auch, wo die stinkende Hecke ist, oder? Na sicher. Da wohne ich. Über den, drüben. Da, lang, end dort. Lang, end dort. Wo ist das? In Spitzenhall. Da ist diese Gasse hinter einem Tor. Stinkt nicht, auch keine Hecke. Trottel nennen sie so, aber ich weiß es besser. Aha. Und kann da jeder hingehen? Klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, das zu sagen. Hör her, alte Sau hat geferkelt. Siehst du? Danke für deine Hilfe. Geiler Typ, kann ich dir was spenden oder was? Toll, dem anderen gebe ich 30, der hat nichts gemacht, dem würde ich gerne 100 geben. Kann ich nicht. Dann gehen wir direkt zur stinkenden Hecke. Hilf einem armen Kerl. Zwielichte Person. Mehr treibt gut aus Temerien. Oh, ich dachte, ich kann mit dir vielleicht reden, weil du so zwielig bist. Es sind harte Zeiten. Deshalb frage ich mich schick sein Prügel. Wie war das jetzt nur? Alte Ferkel stinkt nicht oder so? Ich hoffe, ich krieg Vorschläge. Wer bist du und was willst du? Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Okay. Alte Sau hat geferkelt. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Dankeschön. So, wir sind in der stinkenden Hecke und direkt mit der Tür ins Haus trifft den Bettlerkönig. Das machen wir doch. Die sind am Zaubern, gell? Ja. Das ist wie die Winkelgasse hier, ey. Chris! Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Wusstest du, dass ich dich suche? Wir kommen direkt zum Punkt. Was willst du von mir? Irre ich mich oder willst du was von mir? Wer weiß. Ein Mann mit zwei Schwertern, der sie zu führen weiß, kann heutzutage nützlich sein. Du hättest einen Handlanger nach mir schicken können. Hätte ich. Aber ich wollte sehen, wie du es machst. Ob du nicht nur Muskeln, sondern auch Grips hast. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Was willst du? Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich?
Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleisch. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Junge, was für ein beschränkter Typ ist da im Hintergrund? Hört ihr das? Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hat... Alter, da macht einer Liegestütze. Die hier kloppen sich komplett weg. Vor 6 Monaten musste Chris Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschaff dir einen Eindruck von meinem Leben. Ja, das Gute ist, oder was heißt das Gute ist, wir haben vieles Gutes. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Ich bin ja einer der Leute, die sagen, Triss aus Witcher 3 ist geiler als in der Serie. Du bist wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad. Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Aber die aus der Serie ist auch nicht schlecht, absolut nicht. Okay. Triss kann einfach durch die Leute durchlaufen. Das Privileg eines Magiers. Hallo, Sprit. Sprit? Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Ich mach das. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Okay. Wir gehen in den Keller.
Und werden gleich mal nach den Zutaten tauchen. Und wir haben ja eine Trunkene. Ohne dich nicht. Oh, Triss ist auch da. Nice. Wird uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ich guck mich sofort um, aber erst mal Minuten. Hier. Willst du das bitte benutzen, Geralt? Danke. Freie Stadt Novigrad. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Ja. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Ich glaube, sie bleibt da. Ja. Da ist schon mal eine Truhe. Da vorne ist das wahrscheinlich, was wir suchen. Hier ist noch was. Und da. Nice. Easy. Therese, ich hab deinen Sack. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Ich hab den Sack. Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein! Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Ich wollte gerade sagen, womit? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Brandon und Co.? Ja, komm, let's go. Na dann, gehen wir an die Arbeit. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Erziehe Ratten fallen rund um das Lager aus. Lass dich von deinen Hexersinnen leiten. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Ja, da habe ich ganz viele. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Okay, also die ist hier, um die Ratten zu vertreiben. Und dafür haben wir auch gerade das Zeug aus dem See gefischt.
Gib Triss Bescheid, dass du deine Aufgabe erledigt hast. Dachte, die ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Oh, das ist sehr gut. Sag mal, das magische Feuerwerk. Krasses Feuerwerk. Nun, jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Also Triss ist mir mit Abstand am sympathischsten. Oder auch am attraktivsten auf jeden Fall. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Hat er recht. Aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Vielleicht hast du recht. Du magst recht haben. Das weiß wohl nur er. Nur wir selbst kennen die Wahrheit über uns. Und manchmal teilen wir sie mit unserem Leben. Auch wenn sie eine bittere Pille ist? Auch dann. Wer weiß. Vielleicht irgendwann. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Okay, da war, glaube ich, die falsche Antwort. Scheiße. Ich meinte so, ich dachte so, nicht schlecht wäre so ausdrücken, dass es egal ist. Aber ja, nicht schlecht halt. Ne? So. Verdammt. Sieh an, unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Wie, willst du mich verarschen? Die Arbeit ist getan. Wollte ich doch sagen. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, kein Geralt. Problem. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wie gechillt Geralt da halt steht. Geruchssinn hättest du dich dünne machen sollen, solange du konntest. Wieso? Ich mach mich eigentlich nicht dünne. Und was du tun solltest, bezahlen und deine Jungs hier wegbringen, solange du kannst. Ganz genau. Lächerlich. Ich habe keine Zauberin angeheuert, um sie zu bezahlen. Okay. Hör auf mich, Mutant. Wenn's dich nichts angeht, dann halt dich raus. Danke für den Rat. Leider kann ich ihn nicht beherzigen. Alter, ihr seid... Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Ihr seid jetzt zu dritt? Mir aber mit dem Pisser. Ich mir bin auch. Hexer. Sorgt dafür, dass die beiden... Ja, mir reicht's aber auch. Mario, Zeit ist Geld. Komm ran, ey. Alter, ey. Auf ihn! Von beiden Seiten! Er hat ihn umgebracht. Ja, natürlich habe ich ihn umgebracht. Glaubst du denn, ey? Wo ist der Clown im Kostüm hin? Scheiße, ich trage schon wieder zu viel. Mann, ich hasse es, ey. Direkt zum Händler, wenn ich dran denke. Alles klar, ja, ich muss auf jeden Fall Brandon finden. Hallo, Brandon! Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Ja. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund.
Ich sollte dich töten. Ja. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Ja, das ist auch okay. Gut. Junge Zahl, Alter. Uli Brieftasche raus. Und jetzt Tisch ab. Ja. Danke, Gerald. Zugut der Landgewinze. schon gut. Aber kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt sage, du solltest besser auf dich aufpassen, dass er das so im Zusammenhang mit sagt, ja, du bist so wertvoll oder so, weißt du? Deshalb ist das jetzt schwierig. Ich will jetzt wieder ein bisschen mit der sympathisieren. Ich riskiere mal. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Hey, du hast da einen Ast im Gesicht. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Gerald. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Gut, ich glaube, das ist noch nicht komplett vom Tisch mit Triss. Finde die Träumerin 10 Erfahrungspunkte. Finde die Träumerin in dem alten Haus. Erstmal, das, was wir jetzt als erstes finden, ist ein Händler. Und der ist direkt hier. Hier ist noch ein Schmied. Ist das der Dingens? Der Dingens mit Bums? Ihr wisst, wie ich meine? Der Katori, Tatori oder wie hieß? Meine Güte, was für ein Mies. Pass doch auf. Oder warte mal, wir gehen zum Schmied und verwerten das Zeug. Ne, du bist ein anderer Schmied, oder? Ja. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ne, du hast ordentlich Bi und Trizeps, Alter. Was ist los? Zeig mir, was du anzubieten hast. Wir gucken mal eben, was der für uns anfertigt. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kriegst du davon hin? Vielleicht dann auch ein bisschen abhängig, ob wie viel wir verkaufen und wie viel wir verwerten. Silberschwerter. Greifen Silberschwert. Kann ich sofort machen. Junge. 20% Bonuserfahrung bei Monstern. Wo steht denn jetzt Anforderin Waffenschmied Geselle? Ah, okay, verstehe. Und der andere wird, der Katori wird dann halt Meister sein. Aber wir können das ja schon mal machen. Ich würde sagen, wir machen das. Wie sieht er mit der Stahlwaffe aus? Kann ich die dann auch noch machen? Die ist auch auf jeden Fall besser. Ich mach beide. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt verkaufen wir ein bisschen was. Am besten direkt die Greifenschwerter. Damit können wir auch nichts anfangen. So, komm, den Rest verwerten wir. Ist jetzt eh nicht mehr so viel da, aber zerlegen hier. Bitte einmal zerlegen. Und jetzt können wir hier halt noch. Aber da, ich fange an, solche Sachen zu zerlegen, wenn ich irgendwie mal brauche oder so. Dann reparieren wir eben alles. Ne, reparieren wir nicht alles, weil wir haben ja neue Schwerter. Bis dann. So, dann zack mal her. Jetzt haben wir ein komplettes Set quasi, natürlich ohne die Boni. Geile Schwertscheide, Alter. Ich würde gerne mein Schwert ziehen, aber dann holen die wieder rum. Die Penners. Mach mal erstmal noch hier so eine Glyphe drauf. Was haben wir denn da noch? Chance auf Verbrennzeichenintensität, Chance auf Taumeln, Angriffskraft, Zeichenintensität. Komm, wir machen, weißt du was, wir machen Angriffskraft drauf einfach. Stahlwaffe. Was haben wir auf dem? Machen wir. Na komm, Zeichenintensität ist egal. So, jetzt haben wir ja das gute Stück.
in Ordnung. Geil. Ist leider natürlich jetzt nicht komplett mit Zeichen übersehen, aber das Schwert sieht geil aus. Ist das ein anderes Schwert? Oh, das Violett ist pervers, Alter. So. Dann können wir eigentlich weiter. Ich wollte mal gerade gucken, wie viel wir tragen. Wieso trage ich von vornherein so viel? Ich will die scheiß Bolzen hier weghaben. Die kann ich aber leider nicht verkaufen. Ich habe so viele von dem Müll. Leg die Scheiße ab. Obwohl, ja, vielleicht sollte ich sie behalten. Ich sollte da wahrscheinlich in irgendeine Truhe tun. Wir müssen ja irgendwo... haben wir eine Truhe oder so? Oder vielleicht plötzlich, weiß ich nicht. Lassen wir erstmal, wir kommen ja erstmal klar, scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir jetzt Greifenschwerter. Hey, Halsabschneider! Und dann suchen wir mal die Träumerin in dem alten Haus. Präzise Ortbeschreibung auf jeden Fall. Geh einfach ins alte Haus, ja, okay. Ist Gott sei Dank auch direkt hier vorne. Ist aber höher, ich muss irgendwie hoch. Ah, hier. Was zeigt der mir da an, Ofe? Der sagt mir, ich soll hier hochgehen. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Der Wind heult. Ich heule gleich auch, weil ich weiß, wie ich hier hochkomme. Ah. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Verzeihung, wer bist du? Der Jonkher? Was? Nie von dir gehört. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das erste... Der besitzt eine Bank, der hat die Stadt mitgegründet und sitzt jetzt hier auf seiner Bank, oder was? Komischer Vogel, aber er war ganz nett, also. Also egal. Kann ich hier alles mitnehmen? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Ich gehe direkt mal hoch. Ich weiß nicht, ob ich hier die Sachen mitnehmen kann. Ich habe halt Schiss, dass sie mich wieder als Dieb betiteln. Du bist ein Kind, oder? Ey, Hansi! Oder? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Okay, geil. Na schön, mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Einfach geil gemacht. Gehen wir auf den Dachboden. Da soll eine Puppe sein. Hab ich mir sagen lassen. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Kein Problem. Wir haben Art. Aber erstmal looten. Und Kerzen anmachen. Zeichnung eines Kinderbetts. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Lumpenpuppe. Eine Puppe. Auf dem Bild liegt sie in einer Wiege. Vielleicht sollte ich eine suchen. Leg die Puppe ins Bettchen. Kann man auch anders verstehen. Weiß nicht, ob ich wirklich jeden Scheiß mitnehmen muss, ne?
Aber ich halte mich da an Diego aus Gothic 1. Nehm mit, was du kriegen kannst. Sagt halt, der weise Mann. Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Wo ist denn das Bettchen? Warte mal, gib mir mal Katze. Da haben wir Katze. Da kam ich, glaube ich, her. Hier, was ist hier? Da. Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Untersuchen. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, Kamin, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Richtige Schnitzeljagd hier, ey. Bild eines Ofens. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Untersuche den Ofen. Der ist doch bestimmt unten. Vielleicht sogar ganz unten. Hier ist kein Ofen, ne? Hier geht's raus. Ja, okay, da steht wieder der, keine Ahnung, der mit der Bank. Gehen wir mal ganz nach unten. Ich dachte schon, hier wäre keine Leiter, ey. Ah, da ist ein Ofen. Und ein Draht. Und ein Knödel. Also du bist, hab ich dich erschreckt? Du bist nicht Hansi, aber wie Hansi? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann? Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Dann muss ich die rein. Nee, komm, wir machen einen Deal mit der. Also bei den Göttlingen, ich weiß noch nicht, Leute. Die sind bei mir ein ganz krasser Zwiespalt, Alter. Guck dir die an, die sind irgendwie ein bisschen unheimlich, aber eigentlich sind die voll lustig. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt... Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Okay. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Jo, Sarah ist cool. Hier war was. Hier war Art. Mach aber mal dein Haus ein bisschen kaputt, ne? Guck mal, was ist denn hier noch? Nice. Assassinenstiefel. Kavalierhose. Kavaliershose oder so. Hier ist rot. Achso, das sind die Steine, die ich gerade weggeflattert habe. Nice, 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 nice. Gehen wir wieder zurück.
Ich habe deinen Spielplatz noch ein bisschen vergrößert, Sarah, ne? So, Corinne. Wie sieht das aus? Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Triss Merigold. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Oh Leute, hier müssen wir in Gesprächen darauf achten, wie geil der Knauf oben ist. Von dem Greifensilberschwert. Mein anderes ist auch geil. Die Schwerter sind allgemein geil gemacht. Wie gesagt, ich wäre da auf jeden Fall mehr ausgerastet. Ich hätte richtige, heftige Schwerter da in das Spiel geknallt. Aber fügt sich halt ein. Und geiles Spiel. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Es ist gelöst, werter Herr. Ich sollte dem sagen, dass es immer noch spukt. Ne, wir sind Ehrenwitcher, also... Das war... Ja, genau, das war das. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe? Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Gut, okay. Also das war ja so mit der Sarah abgeklärt, dass wir ihnen die Lüge da erzählen. Dann gehen wir mal weiter, nachdem wir kurz gespeichert haben. Okay, also ich finde da echt geil, wie jetzt auch Schwerter und die Rüstung zusammenpassen. Die sieht schon cool aus, die sieht schon cool aus. Da ist viel Spiel nach oben, aber das ist schon mal solide. Du bist... Wir gehen halt direkt zu Corinne, ne? Ich will mal eben auf die Weltkarte gucken. Ich dachte, hier gibt es ganz viele Fragezeichen auch noch in der Stadt, aber gibt es eigentlich in der Stadt gar nicht. Vielleicht, wenn wir das nächste Anschlagbrett holen. Machen wir danach. Und wo können wir jetzt machen? Wo sind da? Es schmerzt mich mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Weiß nicht, warum mich das interessieren sollte, aber nehmen wir mit. Wir möchten die ehrenwerten Einwohner Novigrads informieren, dass die Tempelwache letzte Woche 3 Leichen aus der Stadt... Bla, habe ich doch schon mitgenommen. Ich suche einen Porträtmaler, der ein Bildnis meiner geliebten Tochter anfertigt. Junge, ich bin ein hervorragender Maler, nimm mit den Schund. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktstandbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Timer geht los, ein Klafter, bla bla bla. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Handel verwendet wird. Keine Ahnung, warum ich das betreffen sollte, aber wir sind ein Mann von Welt, wir nehmen das mit. Mit Getreue der Flamme. Boah, das sind schon wieder die Feuerwehrmänner da, die Spinners. Nehmen wir mit. An alle Gewinnspieler. Nehmen wir auch mit. So, der Wecker hat gerade geklingelt, Leute. Ich würde sagen, wir treffen Corinne im Goldenen Stör in der nächsten Folge am Montag. Damit... Oh, ich habe jetzt die Quest aktiviert. Ist die schlimm? Nee, warte, ist doch schlimm, weil Montag werde ich das bestimmt vergessen. Wo ist die Nebenquest mit Corinne? Ich glaube, das ist eine Hauptquest, ne? Ja.
So Leute, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns am Montagmorgen wieder und läuten die neue Woche ein. Ich wünsche euch einiges. Haut rein, bleibt sauber und gesund. Bis dahin.